Ah, Wasserstandsmeldung. Rap ist immer dasselbe, ist eine von Raps vielfältigen Facetten. Ob auf MP3 oder damals auf Kassetten, die ganze Rap-History kommt einem vor wie Possessions. Szene ist homophob, aber wieso auch homogen? Nicht wie beim CSD, wo die Homos gehen, sondern vielmehr wie schwulen DNA, homogen. Wie schwul ihr seid, kann man auf Tracks hören und auf Fotos sehen. Sei wie die anderen und red drum, was meine Hobbys sind. Red rum und dann dreh's um. Ich hoffe, dass du mächtig bist und zwar in Englisch. Dann bleiben diese Lines bei dir wie im Gefängnis. Zukunftspläne, ich habe für dich etwas Besseres. So etwas wie Sperma in Kirchen. Messages, armen Bruder, meine Zeilen, die neue Genesis. Deine noch nicht mal auf reiner Kalm und scheiße fette Shit. Lot of people talking, so wie du. Du bist so wie Stephen Hawking, nur nicht so klug. Yo, the fucker, was hat das mit mir zu tun? Sorry, Stevie, vor mir ist niemand immun, nicht mal Tim. Was weiß man über ihn, außer dass er 148 PML blowt. Er war ein Held, er checkte Mails, rettete die Welt, fickte sich selbst und ist jetzt tot. Kein Refrain, hier wird gerappt ohne Punkt und Komma. Das ist wie die Hauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern. Schwerin Ordnung, manchen bleibt der Witz verborgen. Kein Problem, ich habe einen Vorschlag. Hammer, damit zertrümmer ich deinen Schädel. Du erzählst jedem nur von deinem Mädel. Sagen wir mal so, ohne dir zu nahe zu treten, sie ist eher Sattel-Style, der Ekel. Musikbusiness ist ein großes Becken, sponsored by Bags and Backspin. Ha! Morgen bin ich Captain, wir reiten auf den Wellen Richtung Seychellen und das alles mit Rappen. Hier schwimmen kleine Fische, große Fische, Drogen mischen, Logen, Bitches kommt den Boden wischen, ihr Schore Spritzer. Ich geh über den roten Teppich wie Moses, mittig und pose, als hätte ich Thrombose. Fertig, dieses Becken hat ein Leck, wie ich zwei oder der Hund vier. Gecheckt, wer Flo Helene angelt, werden sie zu Silberfischen kriechen hinter Büschen hin. Richtung Eurovision rein in die Radios zu fallen Bürotischen, bis sie selbst nicht mehr wissen, so singen wollen oder müssen. Also schwimmen sie mit feuchten Zungenküssen in unsere Herzen und wir in ihr Gewissen. Ich mein zu Konto, na komm schon, schließlich wollen sie von Tokio nach Toronto. Am besten pronto, an nur einem Tag in einem goldenen Poncho und der ganzen Entourage. Gut gesagt, ist noch lange nicht gut getan, nach etlichen Winterjahren, wenn unsere Kinder dann sagen werden, dass diese finster waren. Erklären wir alles mit Facebook und Instagram? Also like mich, sonst bin ich verzweifelt. Leider unter FOMO, weil ich so gern Wellen reite. Durch das Surfen bin ich hin und her gerissen. Gezeiten, weiß oft nicht, wo ich bin, auf welcher Seite. Bin ich für dieses oder für jenes? Oh, eine E-Mail von turkmenischen Mädels. Woher kennen die mich und woher meinen Penis? Das Internet ist der Teufel voll mit unseren Seelen. Mit meiner, wie mit eurer. Es gibt nur eine Lösung für all jene Deutsche. Wir stecken Silbermond in Salpetersäure. Mal sehen, ob die noch Gold gehen. Oh, wie teuflisch. Ich hab ein Kloß im Hals, so wie Stefanie. Kommt wahrscheinlich vom glänzenden Frühstück bei Tiffany's. Was sagt ihr, ist diese Symphonie nicht bittersüß? Und ob Michael J. Fox im Winter noch mehr zittern muss? Die Krux ist nix im Vergleich zum Kruzifix. Es sei denn, es kommt der Tag, an dem du sie kriegst. Ich mein die Krankheit oder Sterben am Kreuz. Wie nicht gewählte Politiker Siegfried und Roy. Tja, bei manchen läuft's und bei manchen nicht. Da steht fest wie Mike Tysons halbes Angesicht. Wir sind angepisst, wenn man über uns mal spricht. Und noch angepisster, wenn man uns einmal vergisst. Wir brauchen nämlich a lot of people talking right here, right here.